Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Schokoladentest-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut, denn heute gibt es nochmal eine Tonis-Schokolade und hier oben seht ihr schon Ben & Jerry's. Jawohl, das ist das super leckere Eis aus Amerika. Also, wenn ihr das nicht kennen solltet, müsst ihr das unbedingt mal nachholen und probieren. Da sind fast alle Sorten wirklich genial. Ja, hier gibt es eine Kooperation mit denen. Wir haben eine dunkle Schokolade mit Brownie-Stückchen. Also da bin ich gleich sehr, sehr gespannt. Wir haben eine 180-Gramm-Packung bezahlt, habe ich dafür 3,29 € und gekauft habe ich die Schokolade bei World of Sweets, falls ihr sie mal nachkaufen möchtet. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt natürlich der Geschmack. So, dann packen wir sie mal aus. Jawohl, ah, sie ist natürlich schon wieder kaputt. Ich habe irgendwie nur Pech in letzter Zeit mit den Sachen, die ich geliefert bekomme. So, ja, so schaut sie aus. Interessante Form, wie immer. Kennen wir schon. Alles klar, ich lege sie ein wenig anders hin und dann werden wir sie probieren. So, der Testteller ist vorbereitet. Wir werden unsere Schokolade jetzt mal probieren. Dazu habe ich jetzt hier einfach mal ein Stückchen abgebrochen. Dann schauen wir mal hinein, wie sie von innen ausschaut. Ja, man kann auf jeden Fall schon ganz klar hier diese Brownie-Stückchen erkennen. Scheint jetzt allerdings nicht besonders groß zu sein. Vielleicht täuscht das auch. Okay, dann probiere ich jetzt einfach mal. Ja, als erstes schmeckt man auf jeden Fall schön diese dunkle Vollmilchschokolade raus. Super, ich habe jetzt hier auch direkt so ein Brownie-Stückchen mit drin. Also da kann ich sagen, das schmeckt wirklich eins zu eins wie die Brownie-Stückchen, die auch in dem Eis von Ben & Jerry's drin sind. Schmeckt richtig gut. Schöner, intensiver Brownie-Geschmack. Mega. Das passt wirklich auch super mit der Schokolade zusammen. Wirklich absolut lecker. Nicht zu süß das Ganze. Würde ich mir jederzeit wieder kaufen. Schmeckt wirklich absolut klasse. Dann kann man nochmal schauen, ob man hier noch, ja, ich denke mal, das sind dann hier auch die Brownie-Stückchen. Kann man ganz gut erkennen. Ja. Richtig lecker. Sehr gut verteilt. Also da bin ich mal wieder begeistert. Okay, dann zeige ich euch jetzt nochmal die Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten. Da gibt es schon meine Bewertung. Ja, hier ist natürlich klar, hier gibt es den Dreifach-Daumen nach oben, die beste Bewertung, die es bei mir auf dem Kanal zu erreichen gibt. Absolut mega geniale Schokolade. Wie schon erwähnt, Ben & Jerry's liebe ich sowieso, die Eissorten von denen. Und die Schokolade von Tonis war auch immer super. Also, wie gesagt, eine absolut geniale Kombination. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr Brownies in Schokolade mögt, dann holt euch mal diese Sorte und probiert die mal. Ich denke mal, ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Gut, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal kostenfrei. Und nicht vergessen, morgen gibt es schon das nächste Testvideo bei mir. Würde ich mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder reinschaut. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.